Scheinbar ein Morgen wie jeder andere für Jörg Neubauer. Punkt 7 Uhr geht er aus dem Haus, ist heute spät dran, da er sich im Keller noch ein Getränk für die Arbeit holt. Ich hab den Knall gehört, hab rübergeschaut. Jörg Neubauer denkt zuerst an einen Auffahrunfall. Dann hört er eine Frau um ihr Leben schreien und realisiert langsam, was da gerade passiert. Ich habe ja die Frau gar nicht gesehen, dass die im Auto saß. Ich habe erst im Prinzip, wo sie angefangen hat zum Schreien, hat bei mir oben Klick gemacht und dann bin ich losgerannt. Wo ich dann halt gesehen, dass ein Messer im Spiel war, habe ich gedacht, okay, das war schon heftig, weil hätte sich auch umdrehen können und mir dann das Messer in den Magen rammen können. Seine Frau Ute bekommt von all dem nichts mit. Sie macht gerade das Frühstück. Ich habe den Aufprall nicht gehört. Ich habe gehört, wie meine Tochter plötzlich Polizei geschrien hat. Ihr Fenster sperrangelweit auf, ich guck runter und sehe, wie mein Mann alleine auf der Straße stand und diesen Typ im Griff hatte. Jörg Neubauer hält den Täter fest, bis Polizei und Rettungskräfte eintreffen. Die Frau, schwer verletzt, verliert eine Niere, liegt wochenlang im Koma. Wie geht es ihr heute? Ich bin mit meinem Nachbar ab und zu in Kontakt und er erzählt mir dann auch sowas, ein bisschen von ihr. Also persönlich will sie mich noch persönlich treffen, aber sie ist noch in Behandlung. Von einem Tag auf den anderen wird Jörg Neubauer zum Helden. Die Zeitung interviewt ihn, er bekommt den Zivilcouragepreis der Bürgerstiftung Heilbronn und sogar das ZDF ruft bei ihm an. Gott, man hätte ja nie gedacht, dass aus dieser Geschichte so ein Riese Act wird. Da ist Alkoholf und fertig. Jahre alt und für den Zivilcouragepreis von Aktenzeichen XY ungelöst wird seine Heldentat verfilmt. Mit ihm als Hauptdarsteller. Den Part seiner Frau übernimmt jedoch eine Schauspielerin. Schatz, kannst du mir noch eine Himbeerpause? Ich war gespannt, was die für Frau rausgesucht haben. Ich war echt gespannt. Und natürlich, in dem Film sind ein paar Dinge gezeigt worden, die in echt nicht waren. Also ich habe mich totgelacht auf der Couch, weil ich richte meinen Mann keine Frühstücksbox. Die richtet er sich selber schon immer. Und da waren halt so ein paar Sachen, ja, ich habe mir einfach totgelacht. Aber es kommt noch besser. Jörg Neubauer gewinnt den XY-Preis 2018. Also wieder in die Maske, ins Berliner ZDF-Hauptstadtstudio. Zur Preisverleihung mit viel Prominenz. Der erste Gratulant, Innenminister Horst Seehofer. Ich glaube, ich hätte in dieser Situation diesen Mut nicht gehabt. Eigentlich habe ich gedacht, ja, Aufregung, aber die ist eigentlich gegangen. Eigentlich war alles logisch, alles organisiert gewesen. Da mal Interview, da Interview. Es gibt einen Blumenstrauß und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Was machen die Altenpflegerin und der Lagerist mit dem plötzlichen Geldsegen? Erstmal ein bisschen auf die Seite und eventuell machen wir mal eine schöne Reise damit. Morgen Abend, da wird Jörg Neubauer noch einmal in der Sendung Aktenzeichen XY zu Gast sein. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis bei ihm wieder die Normalität Einzug hält.